Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Bunny-Dean-Runde. Und wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben und gehen direkt erstmal schlafen. So, wir sind ja jetzt mit der Schule durch. Obwohl ich eigentlich der Meinung war, einmal mehr hätte ich noch Mathe, aber scheinbar doch nicht. Von dem her können wir uns jetzt ganz in Ruhe um unsere Missions kümmern. Und fangen an mit Rache an Mr. Bart. Dass die immer mir hinterher rennen. Hey Baby, come over here. I like being alone with you. All right, let's do it. Eden here so much. I can't tell Mama about. I can't wait to graduate so I can do that all the time. Danke sehr. Wobei ich muss echt sagen, ich finde es extrem hart, dass Küssen Energie auffüllt. Und dabei ist ja egal, ob wir einen Junge oder ein Mädel küssen. Allerdings gibt es nur einen Jungen, der sich küssen lässt. Und das ist dieser eine Schwule von den... nicht Schwule. Dieser eine Homosexuelle. So. Wenn man Schwuler sagt, kann man sich ja beleidigt fühlen. Also dieser Homosexuelle von den Greasern. Die härteste Gang von der Schule hat einen Homosexuellen. Wahrscheinlich wissen es die anderen gar nicht. Blue Skies. Dass es hier hinten sogar Schulbusse gibt, finde ich hart. You gotta get rid of those satellite dishes for me. No problem. Better anyways, you know? Ich soll Satellitenschüsseln zerstören, wirklich? Weg damit. So. Das finde ich immer so hart, die Hunde hier. Die sind so lästig manchmal. Das glaubt ihr nicht, wie lästig die sind. Ne? Hallo? Weil diese Satellitenschüsseln, die ging man aber auch relativ leicht zerstört, gell? Und hier geht's auch gleich los. Start, Rache an Mr. Burton. Looking at nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on, I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zoe.
I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta-potties in the park. Yuck. Yeah, so if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Gut, okay. Wo habe ich denn meinen Go-Kart abgestellt? So, wahrscheinlich dann. Ich habe keinen Plan, wo ich das Go-Kart abgestellt habe. So, nee, falsch. Ich muss in die Richtung laufen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo das Go-Kart ist. Aber ist ja auch egal. Fahr mal halt mit dem Fahrrad. Weil das Go-Kart wäre natürlich schon gut, wenn wir das hätten, aber... Suchen wir nochmal unsere Energie auf. You spear my lipstick, you beast. Give me the bike, you skinny little one. Ich hätte ihm das Fahrrad klauen lassen sollen, ohne Scheiß. Nein, mal ernsthaft. Dieses Bike ist scheiße. Und zwar richtig. Da wollen sie leider was gestalten, oder? Ja, schon. Das wird jetzt sicherlich lustig. Ich weiß nicht mal genau, was jetzt in dieser Mission überhaupt kommt. Aber es wird sicherlich geil. Beam Cola! Yay! Jetzt, ich soll mit ihr dort oben treffen oder was? Ja, da hinten rennt doch schon der Lehrer rum. Hallo? Ich glaube, das ist schon gut so, oder?
Ich frage mich, was Zoe eigentlich jetzt gemacht hat. Geschafft. Yeah. Another good deed done. Hey, Jimmy. Think you can help me out? Someone needs to send those preps a message. Sounds okay. Take up that part of town. Can you do it? I'm pretty good. You ever do that fancy walking on the sidewalks? Es ist die Frage, gibt es hier ein paar noch mehr Stellen, an denen ich ein Graffiti machen kann? Das Problem ist halt leider, ich kenne die Orte nicht, wo man sprayen kann. Das ist halt das Problem an der Sache. Aber im Park scheint es keinen weiteren Ort zu geben, wo man sprayen kann. Echt, dass er gegen mich eine Chance hatte. Da unten liegt noch das Ding. Clever and to the point. Was haben wir jetzt eigentlich noch? Preps am Boden. Und wo spielt diese? Sogar ganz in der Nähe. Aber ich sehe es schon, unsere Zeit ist wieder vorbei. Von dem her sage ich, ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Let's play Bully die Ehrenrunde. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Leute.